Also ich bin zufrieden, kann man sowas mal sagen. Es ist unser erstes Spiel nach der Sommerpause. Wir haben heute zwei komplette Mannschaften spielen lassen, um einfach alle mal heute das Gefühl zu geben, dabei zu sein, auch die neuen Spiele anzugucken. Und im Großen und Ganzen kann ich sagen, bin ich eigentlich zufrieden. Aber natürlich gibt es da immer noch Sachen, die man noch verbessern muss. Wir haben heute das, was wir umsetzen wollten, umgesetzt. Es war, wie gesagt, das erste Spiel. Es ist immer beim ersten Spiel holprig. Aber es war nicht schlecht, wie ich schon sagte. Und von daher, wir können ja immer nur besser werden. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind an unseren Grenzen. Und mitgenommen von heutigen Spiel, paar Aussetzer. Klar, zum nächsten Spiel wird unser Verschieben, unser Positionsspiel noch viel, viel besser. Es kann ja gar nicht schlechter werden. Es ist eine Mannschaft, die eigentlich eingespielt ist seit 6 Jahren. Jetzt nochmal nach dem letzten Jahr in der Kreisklasse nochmal die Härte drauf hat. Und jetzt versuchen wir stetig nach vorne zu spielen. Wir nehmen das nicht als Niederlage, sondern als lehrreiches Spiel, können unsere Lehren daraus ziehen und versuchen dann das Beste rauszuholen.